Wo ist eigentlich mein Fächer? Dort hatte ich nämlich einen tollen Fächer gehabt, den habe ich leider hier nicht. Den muss ich stibitzen, den habe ich einem Gast dort abgenommen, weil das da richtig warm war. Ja, das muss man sagen. Natürlich war es warm und heiß, weil so hübsche Menschen auf der Bühne waren. Ist so klar, oder? Liebe Freunde, Ronja und Erik sind auch weiter an unserer Seite. So, privat. Ich will ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja wichtig bei Oriental Night. Ronja, ich habe gehört, du bist 17, kommst aus Rissen, singst für dein Leben gern und bist Single. Richtig. Ja, außer dass ich... Außer dass ich Single bin und nicht Single. Und 17 bin ich auch nicht. Nein. Nein, also so richtig Gesangsunterricht habe ich jetzt nicht genommen, aber halt, wenn ich nach der Schule nach Hause komme, singe ich einfach, weil es mir Spaß bringt. Ja. Und zum Thema Schule, also das ist richtig, ich gehe in die 10. Klasse. Und ja, also ich muss mal gucken, wie ich das jetzt alles mit den Prüfungen und Klausuren alles mache, weil ich ja jetzt für 3 Wochen weg bin. Muss ich viel pauken, ja. Und dann mal gucken. Nix also. Mit Urlaub. 3 Wochen. Alle Bücher mitnehmen. Das habe ich früher in den Sommerferien, als ich immer mit meiner Familie in Urlaub gefahren bin, habe ich 2 Rucksäcke mit Büchern mitgenommen. Bin dann in die Wohnung rein, in die Ecke gestellt und nach 6 Wochen wieder weggenommen und nach Hause gefahren. Ja, heutzutage. Das solltest du nicht machen. Nein, aber heutzutage hat man ja Laptop und Notebook, das ist dann natürlich der Vorteil. Zu meiner Zeit gab es keine Laptops genau. Und sowas. Achso, du Vorteile. Musst auf jeden Fall. Hm? Hat er auch Vorteile. Hat er auch seine definitiv. Vorteile, definitiv. Also, was für eine Schule ist das eigentlich? Stadtteilschule. Eine Stadtteilschule. Genau. Das heißt, du kannst ein Abitur machen, Fachabitur machen oder auch Real, glaube ich. Alles. Geht alles, ne? Ja. Was möchtest du eigentlich? Also ich wollte mein Abitur anstreben, aber ich glaube, ich schaffe nur mittlere Reife. Wieso? Weil ich habe Dyskalkulie. Du musst dein Abitur machen. Fertig, Punkt. Wenn, dann mache ich Fachabi. Ja, obwohl, Hauptsache irgendwo steht Abi. Wieso? Wieso nicht? Schwierig, oder? Nein, also ich bin eh ein eigentlich sehr kreativer Mensch. Und wenn, dann will ich so die Berufsrichtung Kommunikationsdesign oder Tanz, irgendwas Tänzerisches machen und deswegen. Tänzerisches steht aber nicht in der Zeitung. Ja, das haben sie nicht erwähnt, aber ich habe das auch gesagt. Okay, also bei uns, bei Oriental Night, werden die Wahrheiten zutage gebracht, liebe Freunde. Also sie kann nicht singen, kann aber tanzen. Das ist jetzt mal Fakt. So, und du bist Single? Ja. Ehrlich? Mhm. Jungs, sie ist Single. Wie sieht der Traummann aus? Aber ich hier noch, bei meiner Seite. Gott ist mir warm geworden. Jungs, ihr könnt einpacken. Feierabend. Ich habe ein Date. Da fällt mir ein, mit Jule war das genauso. hallo Jule. Nein, nein, Quatsch. So, ich habe auch mein Image weg, oder? Die Leute denken auch alles Mögliche von mir. Dabei wissen sie alle nicht, ich gehe kaum auf Party, bin immer zu Hause, ganz artig bei meiner Frau, meinen 3 Kindern und bin ich. Ey, guck mal, jetzt kommen die. Was? Verheiratet, 3 Kinder? Nein, da ist nichts. Ich weiß, dass das bald kommt und genauso gesehen wird, aber nein. Ich bin Single, darf ich das sagen? Okay. Glaub mir keiner, glaubt es mir. Ich bin wirklich Single, guck, ich habe keinen Ring. Und meine größte Zeugin ist meine Mama, weil die hat schon aufgegeben. Die sagt, mein Junge, vergiss es, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Okay, hat dann moderiere ich weiter. Also. Ja, Erik, jetzt du. Liebe Zuschauer, bitte. Rufen Sie für bitte. Was ist mit dir, Erik? Erzähl mal. Was machst du beruflich, privat? Ich habe mein Bachelorstudium letztes Jahr abgeschlossen, bin jetzt im ersten Mastersemester Wirtschaftsingenieurwesen. Es freut mich, dass ich das hier in Hamburg hochschulübergreifend studieren darf. Also kann ich kurz erklären. Ich habe Vorlesungen an 3 öffentlichen Hochschulen. Das ist so in der Form auch in Deutschland einmalig und deshalb freue ich mich, dass ich so studieren darf. An der Universität, an der HAW und jetzt im Master ist es die HSU, die Bundeswehruniversität. Ist auch ganz spannend, mal neben den Soldaten da lang zu marschieren über den Campus. Genial. Und ja, da bin ich jetzt im ersten Semester. Das Was ist so deine Hobby? Singst du? Tanzst du? Du stehlst deinen Körper, wir wissen, das musst du nicht sagen. Ich war ja schon sehr neidisch, wenn ich das sagen darf. Ja, von nichts kommt nichts. Viel ist Ernährung, der andere Teil ist Training. Oh, ich habe das Gefühl, Dennis sitzt hier. Bei Dennis habe ich letztes Jahr genau dasselbe gehört. Es ist eigentlich ganz simpel, du musst nur trainieren. Ja, ja der innere... Schweinehund. Nein, bei mir ist es der Rindhund. Rindhund. Also, das heißt, du trainierst auch 5-mal die Woche. Komm schon, gib's zu. Ja. Erzähl mir nicht, du trainierst nur 1-mal in der Woche. Ich glaube dir das. Das sind die Gene, weißt du. Guck mal, noch einer. Das sind die Gene. Nee, man bekommt da ein bisschen was mitgegeben und
Ansonsten ist das natürlich Training, das stimmt. Das versuche ich so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Einfach damit man nicht irgendwie ja, irgendwas überstrapaziert, zu aber monoton trainiert. Du bist jetzt nicht eingeölt unterm Hemd, oder? Jetzt gerade nicht. Ne? Na, okay, so. Ja, ich will Sachen klären, man sollte das wissen. Ist vielleicht wie bei Superman, zack, Hemd aufgerissen, Glenn schon, Adonis-Körper. Liebe Freunde, ist Glück des Abends, steht an. Ich schauen wir uns jetzt mal an, bitteschön. Ja, meine Freunde, so sieht's aus. Weiterhin an unserer Seite. Jetzt habe ich eben gerade Ronja gefragt, wie spreche ich deinen Familiennamen richtig aus? Und eigentlich sagt, also ihr sagt der Jesus. Der Jesus, genau. Aber es klingt für mich so ein bisschen so südamerikanisch. Nee, gar nicht. Also es ist Spanisch. Und ja, mein Vater ist zwar aus den Philippinen, aber die spanischen Vorfahren, also es hat sich so geerbt. Wie kommen die Spanier auf die Philippinen? Warte, muss ich echt überlegen. Gab es da Kriege oder so? Oder, obwohl, natürlich, die Spanier waren ja Welteneroberer. Mhm. Aber die sind aber eigentlich in den Westen gefahren. Aber auch in den Philippinen. Ja, aber dann haben sie einen riesen Afrika-Süd, weil damals gab es ja keinen Suezkanal. Das heißt, sie müssen ja komplett Afrika umschifft haben, um dann auf die Philippinen zu kommen. Ja, stimmt. Also darüber weiß ich auch nicht Siehste? So genau. Tja, der Onkel Bedo weiß Bescheid. Ich habe in Geschichte gut aufgepasst. War auch einer meiner Lieblingsfächer. Immerhin etwas, was ich in der Schule konnte. Also ich würde sagen, wir nennen dich ab jetzt Ronja de Jesus. Ja, okay. Das klingt Temperamente, Energy, Power. Und das ist Schulz. Erik Schulz. Richtig, ganz klassisch. Klassisch, ja. German. Deutsch. Was soll man da sagen? Ich überlege, ob man den auch ein bisschen mit Energy untermalen kann. Geht nicht. Das geht einfach nicht. Nee, Schulz halt. Schulz. Oder wir nennen, wir könnten dich ja nennen Erik von Schulz. Von Schulz. Von Schulz. Zack, Adeliger. Von und zu. Von und zu Schulz, so sieht's aus, liebe Freunde. Und wir waren backstage noch unterwegs, haben auch die anderen Miss und Mr. Kandidaten mal ein bisschen ausgefragt. So über die jeweilige Situation, über Gefühlsmomente. Und das können wir uns gemeinsam mal anschauen. Was ist denn eure größte Angst, was heute passieren könnte? Dadurch, dass man nervös ist, dass man vielleicht die Schritte vergisst oder die Choreografie nicht richtig macht oder sich verliert auf dem Laufsteg oder etwas vergisst. Ganz leichte Frage, ich habe Angst davor, hinzufallen. Das ist meine größte Angst, dass ich irgendwie vom Podest falle oder stolpere, weil ich einfach ein Tollpatsch bin. Das macht mir wirklich große Angst. Nach dem ersten Durchlauf, finde ich, war alles super. Also dann war die Anspannung völlig weg, man hat das Publikum gesehen. Super Feeling, absolut klasse. Am besten hat mir das Opening gefallen, wo wir Miss und Mr. Hamburg 2013 vorgestellt haben, wo die Jule und der Dennis rauskamen und wo wir ein bisschen getanzt haben, weil es auch mein Ding ist, zu tanzen. Und das war so auch, wo ich am meisten Gänsehaut bekommen habe. Es war schon echt total toll. Ich glaube, ich freue mich am allermeisten auf die Siegerehrung. Egal, wer es von uns wird, ich gönne es jedem. Ich freue mich für alle. Wenn ich werde, freue ich mich natürlich auch. Ja, und dann natürlich auf die Aftershow-Party. Und? Wie war's? Ja, war super. Hat echt riesig viel Spaß gemacht. Die Leute, die Reaktion der Leute, es war einfach der Wahnsinn. Also es hat alles übertroffen, was ich erwartet habe. Und bin allerdings jetzt auch ein bisschen geplättet. Also es war auch ziemlich anstrengend. Immer wieder rein, immer wieder raus, umziehen. Kaum Zeit dazwischen und wahnsinnig anstrengend, aber auch wahnsinnig spaßig. Also gerne wieder. Wie endet euer perfekter Abend? Also natürlich, wenn man gewinnen will oder wenigstens platziert, sogar für den dritten Platz, da würde ich mich schon unglaublich viel freuen, also echt. Ich denke, dass wir alle zusammen einen schönen Abschluss zusammen haben, dass wir uns alle nochmal sehen, Spaß zusammen haben. Ich denke, das ist ein super Abschluss. So sieht's aus, auf Platz 3 dachtest du kommst du. Ja, wenig. Also ich hätte mich gefreut auch. Und auf den dritten Platz, ja. Wurscht, Schwamm drüber, Nummer 1. Ist so, sind nun mal die Fakten. Wie haben die Familien darauf reagiert? Wer hatte die größte Gruppe mit dabei? Da waren einige ganz schön laute Gruppen dabei, muss man sagen. Boah, da hätten ja, ich habe das Gefühl, da waren mehr als 300 Leute im Raum. Zwischendurch jedenfalls. Ja. Waren deine Familie bekannt? Nur zwei Leute, also meine Mutter und ein Freund. Also von meiner Mutter, ein Freund. Wer? Ja. Echt? Ja. Ganz bescheiden. Ja. Was mit dir, Erik? Bei mir war der ganze Clan da. Echt? Ja, meine Mom ist aus Wien eingeflogen. Mein Bruder war da mit seiner Freundin, meine Cousine, Tante, Onkel aus Berlin, mein bester Kumpel.
Den möchte ich hier grüßen gerne. Und meine Cousine hat sogar noch zwei Freundinnen mitgebracht, mir unbekannt, aber die hatten richtig Bock auf die Show. Weil ich habe immer so versucht, herauszufiltern vor allem, wer hat die größte Fangemeinde dabei. Es war echt schwierig, weil immer wenn der erste, linke Ecke, rechte Ecke, mittlerer Block, hinterer Block, vorderer Block, das war echt heftig. Also man hat das gesehen. Ich glaube, deine zwei Leute waren laut. Ja. Hat sich das gefühlt. Oder du hättest schon ein paar Fans auf deiner Seite. Man weiß es denn. Wollte ich gerade sagen, vielleicht hat sie ja schon irgendwen erobert. Ja, das Ding ist ja, die Zuschauer durften ja mitvoten. Ich muss gestehen, ich weiß immer noch, obwohl jeder mich gefragt hat, wer gewonnen hat unter den Zuschauern. Ja, also wir wussten es wirklich nicht. Also keiner von der Jury wusste das. Ich weiß es bis jetzt immer noch nicht. Ich gucke gerade Homer an. Ja, so, die gucken mich an wie Stein und sagen, nö, sage ich dir nicht, so viel steht fest. Wir wussten es ja wirklich nicht, ne? Weil viele dachten, ja, wisst ihr schon, wer die Favoriten? Keine Ahnung, wirklich nicht, null. Habt ihr so ein Gefühl gehabt zwischendurch, wer gute Chancen hat? Oder, ich meine, ihr seid ja mit mehreren Leuten auf der Bühne gewesen. Da habt ihr vielleicht auch so ein Gefühl dafür gehabt, dass ihr gesehen habt, okay, der wird gemocht, die wird gemocht oder so? Also eigentlich war jeder Kandidat für sich was Besonderes. Und auch, alle waren toll. Aber ich hatte zwei Favoritinnen, ja. Hattest du schon von Anfang an, ja. Echt? Ja. Sind unter den Top 3? Verrate nicht. Okay. Gut, professionell. Vielleicht bekomme ich aber so. Erik, was mit dir? Das Problem ist ja einfach, dass nichts schiefgelaufen ist. Ansonsten hätte man vielleicht sagen können, derjenige, für den sieht es vielleicht, oder wird es vielleicht eng. Aber dadurch, dass wirklich alles top gelaufen ist, wir super vorbereitet waren und. Ja. Ach so. Und es gab ein Thema, ein Tuschelthema des Abends, das war der Busenblitz. Oh ja. Ich hab davon gehört. Aber man muss korrigieren, es war kein Busenblitzer, liebe Freunde. Alle dachten irgendwie, es ist ein Busenblitzer. War es aber nicht. Der Einzige, der mir dabei leid tat, war Sebastian Deile, der Moderator, weil der sagte, verdammt, warum habe ich das verpasst? Und dann hat Payment drauf rumgeritten, dann hat Jasmina was dazu gesagt und Joey ist recht. Aber es war nicht, wirklich, es war nicht zu sehen. Es war nur, dass das Kleid ein bisschen tief gerutscht war. Aber da war null zu sehen, liebe Freunde. Ich hätte es gesehen, glaubt es mir. Und ich würde es euch verraten, wenn dem so wäre. War aber nicht so. So, wir müssen ganz kurz Werbung machen und nach der Werbung gibt es noch einen tollen Rückblick und zwar eigentlich der Blick auf einen Opener, den ich richtig cool fand. Das schauen wir uns gleich mal an.